Hier die Sitzverstellung. Ich bin reich. Warum ihr überhaupt auf das Video geklickt habt? Jetzt geht's los. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor 24 Stunden wusste ich noch nicht mal, dass ich hier so ein ganzes Video machen werde. Und zwar hat mir meine Freundin Carina eine Übernachtung geschenkt im V8 Hotel in Köln. Sehr, sehr nice, das ganze Hotel. Wir haben ein besonderes Themenzimmer mit einem BMW E46 als Bett. Das Bild, was ihr auf dem Thumbnail gesehen habt, das zeigen wir euch am Ende des Videos. Und zwar gibt es zu diesem ganzen Hotelkomplex hier noch eine Motorworld dazu, wo sämtliche Autos, Bentley, Lamborghini, Mercedes Oldtimer, ganz viele alte Formel 1 Ferrari Autos aus der Schumacherzeit stehen da drin. Da gehen wir jetzt mal gleich rein und zeigen euch den ganzen Spaß. Let's go! Ihr seht es, Freunde, hier stehen sämtliche geile Autos. Könnt ihr sehen, das sind eigene Glas-Mietboxen. Da könnt ihr euch mieten und dann euer eigenes Auto reinstellen, falls ihr zu Hause keinen Platz dafür habt. Da könnt ihr euch mieten. Da könnt ihr euch mieten, voilà. So, hier könnt ihr es schön sehen, Mercedes SL. Gucken wir mal. Ein 500er natürlich, ein 500er SL. Autos kann man hier teilweise irgendwie kaufen, 30.000 steht da drin. Ich würde den für 5.000 mit 300.000 Kilometern kaufen. So, ihr seht, hier stehen super geile, auch seltene Oldtimer. Ich weiß nicht, ob der selten ist, aber hier irgendwie Ford Thunderbird. Also das perfekte Hochzeitauto, sagt meine Freundin immer. Einfach ein geiles Ding, müsste man auch mal irgendwie mal haben. Hier kommen wir schon zum teuren und zum seltenen. Mercedes SL. Steht anscheinend zum Verkauf. 160.000 Euro. Junge. Damals, glaube ich, das schnellste Auto der Welt gewesen, ne? Teilweise. Ich weiß jetzt nicht als Roadster, aber als Coupé auf jeden Fall. Hier ein Ferrari Formel 1, gefahren von Michael Schumacher, aus dem Jahr 2001. Bestes Jahr übrigens. Ich kann mir das so krank nicht vorstellen, wenn du mal bitte hier kurz rankommst. Du musst dir vorstellen, dass hier hinten einfach so ein fetter V10 Motor sitzt. Hier dieser Abgas, es ist ja gar nichts. Es ist ja Krümmer, es ist ja nicht mal ein Krümmer. Es ist ja einfach nur bam, rausdonnern. Das Scheißding muss so laut sein und du sitzt hier eingeengt vorne. Also unvorstellbar, was das an Emotionen ist und was da abgeht. Ich bin reich. Also so ein Bentley, Freunde, ne, ist ja schon echt was Feines, ne? Aber zwei Bentleys. Komm mal mit. Gelb jetzt nicht so die Farbe, aber mit dem schwarzen ganzen, mit den ganzen schwarzen Akzenten und dem schwarzen Dach, weil es ein Cabriolet ist, kommt das dann auch schon sehr nice. Und hier geht es nicht weiter. Sechs Bentleys auf einer Stelle. Ich bin ja auch so eher der Bentley-Typ, ne? Also ich würde mir eher ein Bentley kaufen für 200.000, als dass ich für 200 irgendwie ein Lambo hole oder so. Safe. Also wie geil ist das? Einfach nur... Seelenfrieden ist das hier. So, Freunde, vor 20 Sekunden noch gesagt, ich bin eher nicht so der Lambo-Typ. Und jetzt guckt euch das hier an. Ein roter Aventador. Ein weißer Aventador. Ein dunkelgrüner Racing British Green, keine Ahnung, Aventador. Ein Huracan in, ach, genauso würde ich das Ding bestellen. Mattgrau in schwarz mit roten Akzenten. Krank. Und nochmal ein Huracan mit ein bisschen Italo-Flagge. Und dahinter im Hintergrund noch irgendwelche Bentleys und Bentley Musan, keine Ahnung. Jetzt geht es aber noch weiter in den Nebenhangar. Also hier gibt es dann auch noch im V8 Hotel besondere Zimmer, wo ihr mit dem Auto hereinfahren könnt. Und nebenan ist dann irgendwie euer Zimmer. Ich habe das ganze System noch nicht ganz verstanden. Aber nächste Mal, wenn wir mit meinem Auto kommen,
Je nachdem, was dann für nächstes Auto ist, weil ich mir hier in Köln auch ein Auto angeschaut habe, seid ihr auf jeden Fall gespannt. Werden wir jetzt ein Zimmer buchen, oder? Und so schön neben unserem Auto schlafen. Die schwimmen im Kopf in der Kamera. So, und 20 Meter neben dem heftigsten Lamborghini, den ich in meinem Leben gesehen habe, ein Porsche Turbo S, kommt Massenware dagegen, ist der Fahrstuhl nach oben, hoch ins Zimmer und da gibt es auch ein sehr, sehr witziges Detail. So, Freunde. Natürlich alles sicherheitsmäßig, hier erst Karte vorhalten und dann in den obersten Stock. Aber die haben sich hier so viele kleine Details ausgedacht und jetzt hört man einfach nur hin, wenn der Fahrstuhl hochfährt. Ist schon geil. Da muss ja erstmal auf die Idee drauf kommen. Also ich wäre da nicht drauf gekommen, das schwöre ich euch. Warum ihr überhaupt auf das Video geklickt habt? Jetzt geht's los. Also Freunde, wie krank geil ist dieses Zimmer? Vor dem Bett einfach eine E46 Front. Ich bin mir unsicher, hier an der Ecke steht M3, hat auch schöne Felgen drauf. Aber ist das ein M3? Weil die Stoßstange sieht ja relativ noch harmlos aus. Damals war das aber nicht so viel. Aber ihr wisst, kennt euch da bestimmt mit mehr aus. Selbst die Scheinwerfer sind belichtet. Und, also natürlich ist es ein originaler BMW E46, aber selbst die Scheinwerfer sind porös, haben so ein bisschen Steinschläge von der Autobahn. Richtig, richtig krank. Dann geht es hier jetzt weiter. Originale BMW E46 Sitze. Meine Freundin hat im Hotel extra Bescheid gesagt, dass wir auf jeden Fall ein BMW-Zimmer haben wollen. Ihr kennt mein E39-Projekt. Und ich bin mir jetzt unsicher, ob das welche vom M3 sind, aber Jungs, einfach originale BMW-Sitze. Ey, das ist, und das funktioniert hier auch noch. Hier die Sitzverstellung. Hier, originale Felgen auch noch mit irgendwelchen hier langen Schrauben, so dass es zu einem Tisch gemacht mit der Glasplatte oben drauf. Wie geil ist das bitte hier? Selbst diese Details noch. Hier kommt eigentlich der Verbandskasten rein. Hier die, wie nennt sie das? Oberschenkelauflage. Ist auch noch da. Alter, ein riesen fetten Fernseher. Und wenn du jetzt mal hier in die Ecke gehst, du gehst in die Ecke und filmst da nach oben einfach so ein technisches Schaubild von einem BMW E36. Das ist der Traum, Freunde. Als ich das gestern Abend hier mitbekommen habe, eine Nacht haben wir jetzt hier geschlafen. Oh mein Gott, so geil. Ich freue mich jetzt noch, das ist ein Lebenserlebnis. Komm bitte ran hier, mein Schatz. Hier haben wir noch technische Bilder. Das Bild, was wir hier oben haben, nochmal in klein. BMW E36 M3 Limousine. Film mal bitte näher ran. Oh, 1994 ist ja auch alles. Die Frage ist, haben die das so ein auf den so mit Stempel gemacht oder ist das wirklich so ein originaltechnisches Bild? Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist original. Weil, glaubst du? Ja. Aber guck, es ist ein bisschen übertrieben, als ob die so rausgerissen haben. Ich weiß nicht, ist es original oder ist es so auf original gemacht? Bisschen ausgedruckt, bisschen Stempel rein, Vintage-Look. Könnte schon sein, das Original. Ich dachte jetzt aber am Anfang so, okay, das haben sie ein bisschen so nachgemacht. Hier nochmal, BMW E30 M Coupé. Ihr wisst das, das ist schon zu alt für mich, da bin ich raus, aber so, so geil. Und ohne Scheiß, ich lag hier gestern im Bett, guck nach oben an die Decke,
habe mir das hier so angeguckt. Hinterachsaufhängung, Kardanwelle in der Mitte. Getriebe ist auch noch da. Leider fehlt der rein 6-Zylinder hier als technische Zeichnung. Geil. Ich saß ja auch gestern den ganzen Abend auf diesen Stühlen. Das ist einfach nice. Hier ist dieser Gebäudekomplex mit dem Museum. Wir sind hier ein bisschen außerhalb von Köln, daher keine gute Aussicht. Aber Freunde, ich saß hier gestern den ganzen Abend so. Hier brauchst du auch keine gute Aussicht. Ich saß hier gestern Abend so hier mit meinem MacBook und habe die ganze Zeit so geguckt und dachte mir, Junge, wie geil ist das. Setz dich mal bitte kurz hin und film das. Das war die Ansicht. So ein großes, ich hatte noch nie so einen riesen Fernseher im Hotelzimmer. Generell 4 Sterne, Sauberkeit so krank. Apple TV, Disney Channel, alles hier so Bonzen-Sachen, die kenne ich gar nicht. Hier nochmal ein kleiner Kühlschrank, wo 2 Wasserflaschen drin waren auch. Einfach konnte ich die kostenlos nehmen. Hier, V8 Hotel, kostenfrei auftanken, richtig nice. Kaffeemaschine auch mit 2 Kaffeepads oder Kaffee-Einfilter setzen, keine Ahnung. Konnten wir auch heute Morgen Kaffee trinken, einfach so. Hier, hast du schon mal sowas gesehen? Wir sind im Hotel und nicht in einer Luxus-Apartment-Wohnung. Was ist da los? Und hier kurz zum Badezimmer, das Highlight in diesem Badezimmer. Komm mit rein, kannst du mich da noch sehen. Diese Regendusche. Oh mein Gott, ich habe in den letzten 24 Stunden, glaube ich, 3-mal geduscht, weil diese Dusche einfach so krank geil ist. Hier noch so kleine Details, so eine Shower-Cap. Mega nice, hier noch so ein auf den Flaggenmuster. Hier kannst du neben Red Bull gerade, wo die Boxen stoppen, machen, duschst du. Oh, Freunde, vielen, vielen Dank an meine Freundin Carina. Und das soll es auch schon gewesen sein von dem ganzen Video. Wir waren hier gerade in Köln und haben uns ein Auto angeschaut. Nächstes Video am Samstag. Das Video kommt am Mittwoch. Am Samstag sollte ein Video kommen, wo ich mein neues Auto abhole. Mit dem Hänger, weil es technisch nicht von alleine fahren kann. Schaltet auf jeden Fall am Samstag wieder ein, das heißt, Leon kauft ein Auto. Also, achso, was ich noch gucken wollte. Also natürlich haben die ja irgendwie so viel Originalteile verwendet wie sonst, aber wie sieht das hier hinter aus? Könnte man das hier? Die haben selbst den Schlossträger noch mit verbaut. Komm mal hier rein, mein Schatz. Die haben selbst den Schlossträger, also musst du ja machen, weil sonst, ja musst du ja, weil sonst ist die Motorhaube ja gar nicht passig zu den Scheinwerfern und so, aber so, so geil. Freunde, ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, was ich gar nicht wusste, es gibt nur 3 oder 4 Hotelzimmer mit diesen Autos hier. Die anderen Hotelzimmer sind aber ganz normal. Und dann nochmal unten diese Special-Dinger. Das ist ja auch gar nicht erwähnt im Video. Hier unten ist dieser Museumskomplex, wo wir gerade waren. Und da ist auch einfach ein offizieller Bentley und Lamborghini-Retailer drin. Und auch eine TÜV-Werkstatt und dann noch eine Werkstatt, wo ihr dann euren Lambo und Bentley Service machen könnt. Also, viel zu mit, was hier abläuft. Der ganze Parkplatz ist ja auch mit heftigen Autos voll, weil alle Autofahrten herkommen. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, das Video war nicht zu overhyped und nur vom Positiven gesprochen. Preise kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ich mache mir das auch nicht selber kaputt, indem ich jetzt nachgucke, was meine Freundin bezahlt hat. Da könnt ihr euch gerne selber informieren. Ich würde mich aber auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.